Au! Heilige Scheiße! Keine Ahnung, was dieses Crucio bedeutet. Ich brauche da noch ein bisschen. Aber ist okay.
Müssen wir uns mal merken. Die sahen auch schon mal besser aus. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Au! Also Mutti, du sahst auch schon mal besser aus, hä? Inferno müssen Feuer mit was? Inferni? Muss ich die einmalig mit... Wo muss das Zeug hin? Verstehe. Okay. Pfiffiger Fedora. Und was haben wir hier? Jetzt komme ich hier wieder raus. Okay. War okay. Hat Spaß gemacht. War interessant. Aber jetzt weiß ich auch wenigstens, was die mit Infernis meinen. Ich weiß nur nicht, ob ich hier wirklich lang sollte. Das gefällt mir nämlich alles nicht so wirklich. Okay, der geht. Der ist halt ultra hess. Warte mal, das ist doch ein Feenhut. Bitte lass mich irgendwann mal eine andere Mütze kriegen. Ja, ist okay. Do not enter, giftige Spinnen. Ich habe so das Gefühl, ich sollte hier nicht sein. Ich muss aber hier hin. Upper Hoxfield. Muss ich hier wirklich lang? Ist mir schon klar, aber ich wäre... Warte mal, ich kann doch bestimmt auch hier hinreisen, oder? Sammlung von Truhen, Handbuchseiten.
Nudelmuffbau. Prüfung Merlins. Lass mich mal überlegen, ob ich da wirklich durch will. Oder ob ich lieber den Weg durch die Stadt nehmen sollte. So, Karte, 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 hier. So. Ja, dann sollte ich der Route mal durch die Stadt folgen. Ich glaube, das ist ein bisschen sicherer. Sprich mit Helen Tristlewood. Eule! Voll vom Himmel geholt. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Ja, das weiß ich. Aber hier waren wir doch schon, oder nicht? Incendium. Ja. Warum sagt er das die ganze Zeit neu? Normalerweise würde ich ja bei jedem normalen Open RPG Rollenspiel würde ich einfach geradeaus durchlaufen. Beim Gemeinschaftsraum ist es immer so laut. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Dann quatsche ich nur und die Arbeit bleibt liegen. Ich würde es vorziehen, wenn die Gemeinschaftsräume allen offen stünden. Ich bin kein großer Fan von meinem. Ehrlich gesagt finde ich ihn deprimierend. Ich kann es kaum erwarten, mich später im Gemeinschaftsraum vom Feuer einzurollen. Nach Sharps Unterricht habe ich das verdient. Aha. Also entspannen mit dem Hufflepuff-Raum, das geht. Kein Problem, aber wehe. Da muss man was machen. Ich bin mit diesem Mikrofon nicht so ganz zufrieden, was ich damit jetzt will, weil das nervt nämlich eigentlich. Wollte ich mir mal nicht, dass man sich alles holen will, ne? Und im Endeffekt hat man einfach nicht genug Kohle dafür. Ich wollte mir eigentlich ein ordentliches Dingsbums holen. Ein ordentliches Dingsbums. Na, Headset. Was auch einen schönen Mikrofonklang hat. Würde auch wieder knapp 300 kosten. Auf der anderen Seite brauche ich noch ein paar Schuhe. Weil meine alten Air Force ein bisschen meh sind. Aber weißt du, da bin ich heute durch die ganze Stadt gegangen. Und hab die Dinger gefunden, aber nicht in meiner Größe. Da soll man auf der einen Seite lokaler kaufen und weniger bestellen, damit da nicht so viel hin und her geschickt wird. Und dann muss man es doch bestellen. Und das, was da ist, ist im Angebot. Ich meine, Air Force für 80 Euro kann man mal mitnehmen. Aber... Was kann ich hier überhaupt kaufen? Froschleichseife. Lecker. Froschleichseife, darauf habe ich hat wohl keinen Bock. Das ist, wenn man so einen Springteufel auf Wush bestellt. Ja, hier gibt es bestimmt noch einiges zu entdecken. Aber ich will auch ein bisschen Action haben. Wo ich mal da selbst noch nicht so ganz sicher bin, ob ich hier einfach nur alles erkunden will oder ob ich hier wirklich
die ganze Zeit die Katzen streichen will. Ein Brunnen! Der Zauberer aus Kornmüll, der wegen der Zucht von Basilisken verhaftet wurde, hat darauf bestanden, dass alles nur ein dummer Fehler gewesen sei. Er wurde verhaftet, nachdem bei seiner Routinekontrolle Krötenbefall in allen 5 Hühnerställen festgestellt wurde. Die Zucht von Basilisken ist seit langem vom Ministerium verboten, aber aufgrund der Potenz, der Seltenheit und des Wertes des Basilistengiftes ist es vielleicht nicht überraschend, dass die weniger gesetztreuen unter uns das Verbot umgangen haben. Ein Nachbar des inhaftierten Zauberer, eine verhüllte Gestalt, die anonym bleiben möchte, erklärt, einen Basilisken kann man erschaffen, indem man ein Hühnerei unter einer Kröte ausbrütet. Jeder Zauberer mit einem Zauberstab weiß das. Der Zauberer von Cornwall hat sich vor dem Zaubergamot auf völlige Unwissenheit berufen und behauptet, seine Hühnerställe seien einfach unwiderstehlich für Kröten und er habe keine Ahnung von der Basilistenzucht. Seine Verteidigung stieß bei den Mitgliedern auf große Skepsis, mit Ausnahme von Belinda Brown von der Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe und sagte, ich bezweifle nicht, dass es so verrückt ist. Wir hatten ihm doch gesagt, dass wir kommen würden, oder nicht? Er hätte nur die Kröten wegbringen müssen. Ja, manche sind halt dumm. Tanzende Zuckerwatte. Kann man mal machen. Hallo Katze. Dafür nimmt man die Hände, du fauler Lappen. Okay, das finde ich cool. Das finde ich einfach cool. Wie er das macht. Zack, boom. Rein in dieses Buch. Einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ich habe immer so Skyrim-Vibes hier. Und habe dann immer die Befürchtung, dass ich überall X drücken muss, um die ganzen Zutaten einzusammeln. Obwohl ich ja ganz echt zugeben muss, dass ich das bei Skyrim ja echt gemocht habe. Das Gifte brauen, Tränke brauen, dadurch halt Sachen erlernen. Und so ein Kram. Auffälliger Umhang in Türkis. Auffälliger Umhang in Türkis. Sollte ich nicht eher unauffällig bleiben? Neun Offensive. Nicht schlecht. Ich sehe halt echt aus wie so ein Lappen. Ihr habt mein Outfit aus der Altkleidersammlung. Extra auf Wish bestellt. Oh, das müsste man doch eigentlich... Eigentlich wäre das mal so ein Geschäftszweig, oder? Man nimmt einfach irgendwelche Klamotten, hegt die zusammen und hofft dann, dass es irgendein Idiot kauft. Oder käuft, je nachdem. Ich will ja schon... Na, da kann man aus Müll Geld machen. Da ist wieder irgendwas Böses im Busch. Ich werde nicht ruhen. Daran ist allein Ranrock schuld. Rüste dich mit Gefundener, was? Wenn der Tipp nicht so schnell weggehen würde, vor allem nicht, wenn der dann kommt, wenn man kämpft, wäre das vielleicht machbar, sich diese Tipps mal durchzulesen. Ne, Schlockwort. Dann schon wieder diese das sind fliegende Gießkannen, ich dachte schon. Duellleistung. Würfe Skulptor auf einen Gegner. Wer ist da? Akir. Da ist jemand. Expelliarmus. Legioso. Akir.
Incendium. Warum sind die jetzt alle meine Feinde von Angesicht zu Angesicht? Das verstehe ich nicht. Warum werden die jetzt böse angezeigt? Die bauen doch hier nur ganz normal was ab. Diese Halunken. Hast du wieder was zum Finden? Nur wenige Hexen oder Zauberer können die Geschichte des schottischen, der schottischen Irrgärten bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. Den schwarzen Magiern Annie und Blackwood aus dem 15. Dem schwarzen Magier Annon Blackwood aus dem 15. Jahrhundert. Geboren als Annon Wood in einer nicht magischen, in einem nicht magischen Zweig der Familie Wood, wurde Annon von seinen Muggeleltern missverstanden und suchte in Bemühen, sich anzupassen, Trost im Familiengewerbe, dem Heckenschneiden. Angeblich konnte er die Schwarzdornbüsche mit seinem Verstand kontrollieren und mit Leichtigkeit wunderschöne Formen schaffen. Das beeindruckte und verärgerte seine äußerst intolerante Familie gleichermaßen. Ihr Groll verschlimmerte sich noch, nachdem der junge Euron, eine Einladung nach Hogwarts erhielt, wo er in das Haus Hufflepuff einsortiert wurde. In Hogwarts lernte Euron eine gewisse Artemisia Black kennen, von der Familie Black wegen der Liebelei ihrer Mutter mit Artemisias Muggelvater verstoßen, hatte das Halbblut Arteminias ein kompliziertes Verhältnis zur Reinblütigkeit. Sie hielt sich des Mädchennamens ihrer Mutter für würdig und gab ihrem Vater die Schuld an ihrer Ächtung. Gleichzeitig machte sie Wood nicht für seine Muggelstämmigkeit verantwortlich, sondern hielt auch ihn für ein unfreiwilliges, unschuldiges Opfer der Muggelunreinheit. Okay. Was ist denn jetzt los? Warum? Aha. Okay, das ist cool. Ah, so ein Irrgarten. Aber mal so ein richtiger Irrgarten. Nicht so, wo man weit genug guckt. Finde ich nicht schlecht. Meistens ist es so, dass man irgendwo in der Mitte was finden muss. Oh, ich habe gerade diesen Umhang gefunden. Jetzt Sonnenaufgangsumhang. Okay, der ist cool. Ich finde die Farbe toll. Jetzt nur noch bitte eine ordentliche Brille, weil die ist hässlich. Das muss der Ort sein, den Minister Diggory meinte. Aha. Helen muss hier irgendwo wohnen. Ja, ich würde aber trotzdem gern hier mal. Danke. Wer hier wohl wohnt? Hier gibt's ganz viele Nebenquests. Bardolf ist noch nicht zurück. Wurde wohl von Schwarzen. Verzeihung, haben Sie gerade Bardolf Bowman erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolf. Denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Kein Problem. Warum sollte Bardolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Diese Brille so hässlich. Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein.
Könnte Bardolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolf wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn sie mit ihr reden wollen. Ich mach das jetzt einfach Stück für Stück. Komm, drauf geschissen. Bin da raus, was passiert ist. Muss aber erst mit Claire in ihrem Laden sprechen. Rebellion. Kürbislimo. Kürbislimo ist ein kohlensäurehaltiges Modegetränk mit Kürbisgeschmack. Es ist hier noch nicht so beliebt wie Butterbier, aber das könnte sich ja ändern. Igitt. Obwohl, auf der anderen Seite gibt es jetzt auch Gurkenwasser. Also. Den Geschmäckern sind keine Grenzen gesetzt. Ja, so kann man sich den Weg auch freisprengen. Kommst erstmal hin. Rebellion. Kommst erst mal hin, das erste, was du machst, alles in die Luft sprengen. Meine Mutter meinte immer, ich sei faul, weil ich mein Spielzeug nicht aufräume. Selbst schuld für den Akku-Beitrag. Jeder, der unverzeihliche Flüche ausspricht, sollte direkt nach Azkaban geschickt werden. Das stimmt. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Boah, der. Kann ja so ein bisschen zu viel Kürbislimo gesoffen hast. Ich will zwar nichts sagen, aber. Interessant. Upper Hawksfield wird von Renrocks Anhängern terrorisiert. Das ist nicht rechtens. Madame Bowman, könnte ich Sie kurz sprechen? Ja, worüber denn? Mrs. Brottle erzählte mir vom Verschwinden ihres Bruders. Oh, die liebe Dorothy. Sie würde selbst nach Bardolf suchen, wenn sie könnte. Sie erwähnte schwarze Magie und sogar die Erschwinderinnen. Trotz meiner ausdrücklichen Warnungen experimentierte Bardolf drüben am Waldesrand mit schwarzer Magie. Ich dachte, er würde davon ablassen und es würde irgendwann aufhören. Aber eines Tages kam er nicht nach Hause. Hat Ihr Bruder irgendetwas mitgenommen, das uns helfen könnte, ihn zu finden? Nur seine Tasche, sein Tagebuch und ein Wollpullover, den ich ihm gestrickt habe. Das ist alles, wovon ich weiß. Könnte er davongelaufen sein? Nein. Er würde mich hier nie alleine lassen. Er sprach davon, mit Victor Rookwood reden zu wollen. Das beunruhigt mich fast mehr als seine Experimente mit schwarzer Magie. Rookwood ist meiner Meinung nach ebenso gefährlich wie Renrock. Aha. Dadurch, dass sie sich relativ Rookwood, Renrod, Renwort, Trennwort, keine Ahnung. Ich wäre so dankbar, wenn ich wüsste, wo er ist. Ich weiß tief im Innern, dass er da draußen ist. Aber geben Sie Acht. Was verkaufen Sie hier? Ah,